Wir wollen die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtsmomente etwas ausführlicher untersuchen anhand der Bildungsreaktion von Schwefelwasserstoff H2 plus ein halb S2 ergibt H2S. Die Reaktion ist exotherm, es wird also wärmefrei, und zwar 89 Kilojoule pro Mol. Wir haben eine Gleichgewichtskonstante bei 900 Grad Celsius, die größer ist als 1, 28,26 bar hoch minus 1/2. Wir sollen die Gleichgewichtskonstante bei einer höheren Temperatur bei 1000 Grad Celsius berechnen. Das Vorzeichen der Reaktionsenthalpie bestimmt, in welche Richtung sich K verändert. Reaktionen, die endotherm sind, erhöhen die Gleichgewichtskonstante, wenn wir die Temperatur erhöhen. Wir können das Ganze auch in ein lineares Van't-Hoff-Diagramm einzeichnen. Wir müssen den Kehrwert der Temperatur als x-Achse wählen und den Logarithmus der Gleichgewichtskonstante als y-Achsen wählen. Wenn wir die entsprechenden Werte einsetzen, erhalten wir ein Ergebnis von 13,8. Das ist nicht überraschend. 13,8 ist geringer als 28,26. Die Gleichgewichtskonstante hat abgenommen, weil wir es hier mit einer exothermen Reaktion zu tun haben.